So, die Aufzeichnung läuft. Hallo meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Mittwochsendung. Und ja, ich sehe schon die ganze Life-Changer trudeln alle ein. Ich werde jetzt die Kathi zur Chefin machen, zum Host, denn sie ist natürlich heute unser Star. Sie nimmt sich Zeit für uns, sie hätte sich Zeit nochmal schon ein bisschen natürlich in der Vorbereitung. Und liebe Kathi, ich mag ein paar Worte nochmal ganz kurz loswerden zu dir. Du bist schon ganz lang ja Kosmetikerin, gell? Mit eigenem Salon, Studio. Kathi, wie lang bist du denn schon? Du bist gerade noch auf Still. Genau. Ich habe mir das Mikrofon jetzt selber angeschaltet. Super, genau. Ja. Kathi, wie lang? Ja, ich habe seit fast 25 Jahren ein Kosmetikstudio. Boah. Ja. Das ist natürlich eine ganze Ecke schon. 25 ist ja auch schon ein Vierteljahrhundert, du. Ja. Und ja, was ich total cool finde, ist, dass du sofort ohne Wenn und Aber gesagt hast, du machst die Sendung, auch wenn Fragen da sind. Du bist sozusagen für uns da heute. Du nimmst dich dessen Themas an hier, Zeitguard Pro, Anti-Aging, Pflege. Nimmst uns einfach mal mit auf deine Reise, deine Erfahrungen. Und du bist natürlich nicht nur in Anführungszeichen jetzt mit den Produkten stark. Ich mag es auch schon mal vorneweg sagen, die Kathi ist natürlich super erfolgreich, auch im LR-Geschäftsaufbau, also Orga-Leiter-Qualifikation aktuell. Da ist also schon einiges los und sie ist schon lange dabei, schon eine sehr erfahrene LR-Führungskraft. Und umso schöner ist, dass du heute Abend dir die Zeit nimmst für uns. Also das schönste Work ist ja Dream und Teamwork. Und da bist du halt auch einfach immer mit dabei. Das muss man auch mal loswerden, Kathi. Du bist immer zur Stelle, wenn man dich fragt. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal dir das imaginäre Mikrofon. Ich schalte mich dann aus. Und ich sage jetzt einfach mal, machen wir hier mal unseren Applaus. Ja, also erstmal herzlich willkommen heute Abend und ich freue mich, dass sich so viel zugeschaltet haben und da Interesse ist. Der Frank hat es ja schon gesagt, eben, ja, ich bin schon ein paar Jahre bei LR, habe die Produkte, ja, wir haben sie immer für uns genutzt und habe jetzt eigentlich so vor einem Jahr, nachdem wir bei LR waren, bin ich im Vertrieb durchgestartet, ja, weil ich einfach wirklich gemerkt habe, ich ziehe das Ding jetzt durch, ich will Orga-Leiter werden und auch mit dem Hintergrund, mein Mann geht demnächst in Rente und da möchte ich einfach mit dem Studio aufhören und möchte mir da wirklich mit LR was aufbauen, genau. Es geht heute um das Thema Zeitguard und auch um die ganzen Pflegeprodukte, die LR hat für Gesichtspflege. Und ich habe jetzt nicht speziell eine Präsentation, weil ich will euch das ja wirklich jetzt hier am Bildschirm zeigen und möchte auch euch einfach mit ins Boot nehmen, weil das Thema Gesichtspflege ist ja auch ein Thema, was euch vertrieblich weiterbringt, weil ihr braucht am Anfang 4.000 Punkte recht, ihr braucht später mal eine ganz, ganz lange Zeit, das merke ich jetzt, braucht ihr diese 12.000 Punkte recht und diese 12.000 Punkte, die müssen ja irgendwo herkommen, ja. Und warum sollen die Leute denn nicht bei euch die Pflegeprodukte kaufen? Ja, sie kaufen sie sowieso. Also lasst sie doch nicht in DM oder bei Asam Beauty oder wie sie alle heißen hingehen, sondern guckt doch wirklich, dass ihr die Leute zu euch ins Boot holt und die dann regelmäßig die Produkte bei euch bestellen. Genau. Anfangen möchte ich mal mit dem Thema Wettbewerbsanalyse. LR hat eine ganz, ganz tolle Wettbewerbsanalyse erstellt, nicht um die Mitbewerber schlecht zu machen, sondern um euch wirklich zu zeigen, was unser Gerät kann. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schaut euch das mal an, holt euch da mal wirklich ein paar Argumente auf für euch raus und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Argumente aufgelistet und mir wäre es eigentlich auch wichtig, also ich möchte jetzt hier heute Abend nicht so eine
Alleinunterhaltung machen, sondern wenn ihr Fragen habt, schaltet einfach euer Mikro an und unterbrecht mich. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich kann euch das, einfach, dass wir so ein bisschen Ablauf haben. Ich kann das auch gern abfotografieren und kann es euch morgen in die Basisgruppe stellen. Dann habt ihr einfach nochmal so ein paar Notizen dazu oder könnt eure Notizen erweitern. Und eben drum denke ich, ist es sinnvoll, wenn jemand Fragen hat, dass er dann direkt fragt, weil sonst sind wir dann, keine Ahnung, beim Peeling und dann sind wir beim Serum und dann sind wir wieder bei der Nachtcreme und springen so hin und her. Und so können wir das ein bisschen strukturiert abarbeiten. Also unterbrecht mich einfach und stellt eure Frage. Genau, Zeitgrad Pro. Also ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal ist ja schon, wir haben den German Brand Award dieses Jahr gewonnen. Ja, also nicht die 30 Mitbewerber, die es noch gibt, sondern tatsächlich die Firma LR. Also das ist ja schon mal ein ganz großer Punkt. Dann der nächste Punkt ist, wir haben das Gerät nicht nur zum Patent angemeldet, wie so viele andere, sondern wir haben tatsächlich eine Patentnummer. Ich kann ja viel zum Patent anmelden, nur der Unterschied ist, kriege ich eine Patentnummer oder kriege ich sie nicht? Und das haben wir. Also auch da wieder wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, dieses Gerät gibt es in dieser Form auf dem Markt nirgends. Dann, wenn ihr euch die Analyse anguckt, sind bei vielen Geräten überhaupt gar keine Angaben. Ja, was für eine Leistung haben sie? Und das ist ja auch wichtig. Ich meine, wenn ich jetzt eine Waschmaschine kaufe, dann will ich auch wissen, hat sie 1000 Umdrehungen im Schleudergang oder hat sie 1400? Weil dazwischen liegen Welten. Ja, und so ist da auch, wenn jemand das Gerät will, der will ja wissen, was hat es für eine Leistung? Und wir können wirklich bei unserem kleinen Zeitgrad sagen, es hat die Leistung von diesen großen Standgeräten, die ihr aus dem Studio kennt, ja, diese Ultraschallgeräte. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Dann muss man auch mal gucken, was ist bei den anderen dabei, was ist bei uns dabei. Ja, wir haben wirklich diese vier Aufsätze für die Bürste, den Spatel für Kavitationspeeling, Anti-Aging von der Haut und den Körperaufsatz. Und dann, was auch noch ein Unterschied ist von den Geräten, Ultraschall und Galvanik. Viele Geräte arbeiten mit Galvanik, aber Galvanik heißt, ich habe Gleichstrom. Das heißt, ich habe entweder Plus oder Minus und dementsprechend brauche ich Produkte, die da entsprechend ionisiert sind. Also das heißt, ich kann da nicht einfach so wie wir sagen, okay, ich tue mal MSM-Creme und Thermolotion einarbeiten oder ich nehme den CBD-Roller oder je nach Hauttyp, da komme ich nachher noch drauf, mal mit dem Konzentrat oder mit Emergency Spray. Nee, das geht nicht. Ich habe da wirklich meine festgelegten Produkte. Oder zum Beispiel, ihr seid bei einer Kundin und die Kundin sagt, ja, ich habe schon Interesse an dem Gerät, aber jetzt habe ich mir gerade eine Pflegeserie für, keine Ahnung, 70, 80 Euro gekauft. Die möchte ich ja jetzt nicht in den Müll werfen. Also das würde ich ja auch nicht machen, ja, wenn ich mir gerade eine neue Pflegeserie, eine gute gekauft habe, zum sagen, naja gut, jetzt stelle ich sie halt mal in den Schrank. Da könnt ihr wirklich sagen, du, das ist überhaupt gar kein Problem. Mit unserem Ultraschallgerät kannst du deine Pflegeprodukte einarbeiten, bis sie aufgebraucht sind und dann kannst du halt zu unseren wechseln. Natürlich hat sie jetzt nicht so die Wirkung wie mit unseren Produkten, mit dieser Mikrosphärentechnologie, aber es ist einfach mal ein Einstieg und die Kundin merkt dann, oh ja, die sagt jetzt nicht, wirf dein Zeug weg und kauf nur bei uns, sondern sie sieht dann wirklich, ihr meint's ernst. Ja, also ich denke, das schafft dann auch eine gewisse Vertrauensbasis und wenn ihre Produkte aufgebraucht sind, wird sie zu 100% zu LR wechseln. Also auch das muss man einfach mal gucken. Und dann kann man einfach auch grundsätzlich sagen, das Ultraschallgerät im Vergleich zum galvanischen Gerät, Ultraschall regt die Neubildung von Kollagen an. Also das gilt grundsätzlich für das Ultraschallgerät. Genau, soweit mal einfach so ein paar
Punkte zum Wettbewerb. Habt ihr da irgendwelche Frage dazu? Ja, Michael. Nee? Gut. Also dann kommen wir mal zu unserem ersten Tool. Das ist die Reinigungsbürste. Die Reinigungsbürste, da möchte ich euch auch noch was dazu sagen. Bei LR gibt es im Downloadbereich ja ein paar Filme, einfach so, ja, über die Wirkung. Ihr kennt es mit dem Kosmetiktuch, mit der Orange, mit den Schminksachen auf dem Handrücken, wo man dann machen kann. Also zeigt doch der Kundin nicht nur den Film, ja, sondern geht wirklich hin. Jetzt weiß ich nicht, seht ihr das, wenn ich das so, so mache? Ja, man sieht es, Kathi. Und ich glaube, man kann ja sogar auch auf dein Bild extra nochmal draufdrücke, je nach Computer oder ob das Smartphone, wo du drin bist, dann kriegst du es ja ganz groß auf. Ja, dass ihr es groß habt. Viele Frauen haben ja zum Beispiel so eine billige Reinigungsbürste oder irgendeine Reinigungsbürste, sage ich jetzt einmal, daheim. Also dann sag doch einfach, bring deine Bürste, ja, und dann gucken wir mal, dann führen wir das vor, dann machen wir diesen Versuch. Wie gesagt, es ist was anderes, ob die das im Film sieht oder ob die wirklich dieses Tuch in der Hand hat. Und ich dann sage so, jetzt mach mal deine Bürste an, ja, und guck mal hier, was hier mit diesem Tuch passiert. Stell dir mal vor, das ist deine Haut, ja, die wird da total verwurstelt, jetzt im Vergleich zu unserem Gerät, ja. Dann zeige ich natürlich unser Gerät. So. Super. Das gibt es ja jetzt gar nicht. Der Vorführeffekt macht auch. Ich hab mich noch behandelt und da ging es so und jetzt ist der Akku leer. Egal. Ist wirklich der Akku leer, weil manchmal. Es blinkt, aber es ist kein grünes Licht mehr. Mach mal den Aufsatz raus nochmal und haut mal so richtig feste rein. Das ist bei mir manchmal dann. Das ist jetzt richtig drin. So, also wieder was gelernt. Aufsatz nicht richtig drauf. So, also wenn ihr das Gleiche mit unserem Gerät macht, guck mal, da passiert überhaupt gar nichts. Ja, also da verwurschtelt nichts. Es ist eine absolut sanfte Reinigung. Und selbst wenn ihr richtig fest draufdrückt, dass die Borsten sich biegen, ja, also was man ja nicht soll, aber einfach jetzt mal zum Vorführen, da passiert nichts. Und da sieht doch die Kundin schon mal ein wahnsinniger Unterschied, ja, und nutzt es dann einfach auch diesen, das zu zeigen. Wenn ihr jetzt Darmstoffwechsel verkauft, da könnt ihr nicht irgendwas zeigen, da muss euch die Kundin einfach vertrauen, aber hier habt ihr ja die Möglichkeit, zum Sagen, komm, ich zeig dir das. Oder nehmt einfach ein Kajal und einen Lippenstift, malt euch den auf und zeigt dann die Reinigung. Also wie gesagt, das ist ja dann was ganz anderes. Nehmt die Kundin mit ins Boot. Und vor allem, ihr könnt ja bei der Kundin anfangen mit der Reinigung, ja, dass ihr sagt, ich zeig dir jetzt, wie man sich da reinigt, aber dann gebt ihr der Kundin das Gerät in die Hand. Es ist ja ganz wichtig, dass die Kundin bei sich selber hier übers Gesicht fährt und guckt, boah, wie fühlt sich das an? Das ist ja tatsächlich ganz einfach. Ich habe hier nur einen Knopf zum Einschalten und einen zum der Aufsatz wechseln. Also ja, das ist einfach wichtig. Und vor allem, ihr seht dann auch, wie die Frau das macht, drückt sie zu fest drauf, das soll sie ja nicht, macht sie hier viel zu schnell, wo ihr sagt, ey, ganz langsam, wirklich so ganz sanft über die Gesichtspartie. Genau. Dann, was habe ich denn noch aufgeschoben? Genau, der Kundin das Gerät in die Hand geben. Ja, dann könnt ihr natürlich erzählen, was es an Besonderem gibt über dieses Gerät. Das kann man ja auch nebenher, während die Kundin das macht oder wenn sie fertig ist, dann stellt sich ja die Frage, wie kriege ich die Bürste sauber? Ja, dann kann man ja erzählen, guck mal, ich spüle das einfach nur mit Wasser aus. Wir haben diese Mikrosilberbeschichtung und
eben kann er dann während der Behandlung da erzählen, du hast jetzt gesehen, das andere, das Billiggerät oder dein Gerät, das rotiert und das erzeugt Reibung auf der Haut. Unser Gerät ist ja viel sanfter. Das vibriert mit 6400 Vibrationen in der Minute. Also das ist ja unheimlich viel, ja, also 6400 Mal in der Minute. Da hat man ja dann auch eine Wirkung. Also wie gesagt, das kann man ja dann alles während der Reinigung erzählen, beziehungsweise die Frau merkt ja dann auch wirklich, wie sanft diese Borsten sind, und auch wenn sie empfindliche Haut hat, dass ihr das nichts macht oder so. Wie gesagt, da einfach mit der Kundin ins Gespräch kommen. Beim Set dabei ist ja die Reinigungscreme sozusagen. Die hat entzündungshemmende Wirkungen auch und wie gesagt, macht diese Tiefenreinigung. Ich kann sie für jeden Hauttyp nehmen, wenn jetzt jemand speziell starke Akne hat, sage ich jetzt mal, oder ganz, ganz unreine Haut, kann ich natürlich auch unser Mikrosilber-Waschgel nehmen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Okay. Also wir sprechen jetzt gerade von der Bürste, von der Reinigungsbürste. Ja. Gell? Und ja. kannst du mal das extra Mittel dazu mal kurz in die Kamera zeigen? Hast du das gerade zur Hand? Das Mikrosilber-Waschgel. Oder das spezielle Waschgel. Also Mikrosilber-Waschgel bei besonders unreiner Haut, Hardcore, hätte ich gesagt, Hardcore, unreine, besonders unreine Haut, Mikrosilber, also außer Akne oder Teenager oder sowas. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die können natürlich auch das nehmen, weil auch das ist entzündungshemmend. Ja, also das normale Zeitguard Cleansing Cream, diese weiße Tube. Wenn ihr dieses kleine Set bestellt mit dem Gerät, dann habt ihr ja drei Produkte dabei. Ihr habt die Reinigungscreme dabei, ihr habt das Gesichtswasser dabei und ihr habt die Körperpflegecreme dabei. Also bei diesem kleinen Einstiegset. Ja. Genau. Aber wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Mutter und Tochter sich behandeln und die Tochter hat eben extreme, unreine Aknehaut, dann kann man dieses Mikrosilber-Waschgel benutzen, weil das einfach dann noch einmal ein wenig intensiver ist. Super. Oh, super Tipp. Vielen Dank, Kathi. Hallo Silvia im Übrigen. Hi. Schön, dass du da bist und die Kamera anhältst. Ja. Habt ihr soweit noch Fragen? Also ich sage mal so, zum Thema Zeitguard, Gesichtsreinigungsbürste habe ich keine Frage, aber eine Erfahrung, man sieht es. Wer es schon mal probiert hat, das Bürste ja sowas von schnell, das ist ja der Hammer. Auch wenn man sich als Mann zum Beispiel Hals oder Bart rasiert und du hast vorher mit Zeitguard gearbeitet, das ist der Hammer, wie viel, da geht die Rasierklinge beim Nassrasieren, die huscht da gerade rüber. Wenn du das vorher gemacht hast, das ist wirklich ein riesen Tipp für alle, die sich sozusagen rasiere, Nassrasur, immer vorher mit dem Zeitguard drüber, dann geht es so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Rasierklinge viel länger hält dann auch. Wirklich, das muss man mal probiert haben. Das ist dann schon alles so schön vorbereitet, schön weich. Und ja, und ihr könnt wirklich Hals-Dekolleté mitmachen, dann macht er halt zwei Durchgänge, ja. Wenn es dann... Ja. Auch, das gilt ja auch für die andere Aufsätze. Ja, dann macht er halt einfach einen zweiten Durchgang noch für den Hals und fürs Dekolleté. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Und auch noch mal ein Tipp, den ich noch ganz kurz an der Stelle, bevor wir weitergehen, mit dem nächsten Aufsatz, denke ich mal, hast du wahrscheinlich vor, Kartige. Die Reinigungsbürste, Leute, wer sowieso Zeitgabro zu Hause hätte, egal was ihr für Flecke daheim habt, die Bürste, die man selber für sich irgendwann mal ausrangiert, sagen wir nach einem Vierteljahr, sollte man ja dann mal eine neue Bürste drauf machen. Stimmt das, Kathi, so Vierteljahr? Ja, also wenn sich zwei Leute damit behandeln, dann würde ich sie eben so nach 6 Wochen austauschen. Also man sieht es der Bürste dann auch wenig an, wenn ihr dann die neue mal dagegen haltet, seht ihr wirklich, wie diese Borste dann, ja, ist sie dann, man merkt einfach, sie ist gebraucht. Ja. Wie so Zahnbürste. Dann lässt einfach diese Mikrosilberbeschichtung auch nach im Laufe der Wochen und dann tauscht er sie einfach aus.
Und Leute, werft die aber nicht weg, sondern behaltet die. Und die habe ich dann immer separat liege, da wo ich mein sonstige Reinigungskrempel habe. Und wenn das nächste Mal die Kinder irgendwie mit dem Filzstift euer Sofa anmalen oder, keine Ahnung, hast du irgendwie Blut auf dein Hemd gekriegt oder auf dem Teppich ist dir was ausgelaufen. Egal was, Leder, Sofa oder selbst meine Actionfigur, ja, meine alte He-Man-Figur, das ist nicht zu fassen, wenn du mit dem Zeitguard arbeitest, du kriegst alles raus, was du sonst verzweifelst, dann holst du den Zeitguard raus und kriegst wirklich, dahinter ich habe ein weißes Sofa, so Velour-Sofa da, unsere Eliana, wo ich ihn aufgepasst habe, Kugelschreiber, hey, das ganze Ding voll. Und wenn du Zeitguard dann direkt rangehst, du holst alles raus. Also es gibt auch nichts, das so genial eure Flecke überall rausholt. Deswegen behaltet euch für solche Fälle dann die alte Bürsteaufsätze einfach auf. Genau. Mit der Reinigung, ihr könnt es natürlich auch unter der Dusche machen. Ja, wenn ihr sagt, ich dusche und mache gleichzeitig die Reinigung, das geht auch. Also das Gerät solltet ihr jetzt nicht in die Badewanne tauchen oder so, aber wirklich unter der Dusche, das ist überhaupt gar kein Problem, so wie man das halt einfach bei sich in seine Routine reinhaben möchte. Ansonsten wascht ihr es mit Wasser ab und geht dann mit dem Gesichtswasser drüber. Also ihr macht dann einfach Gesichtswasser auf ein Wattepad und geht dann nochmal über die Haut drüber. Auch dieses Gesichtswasser, da ist Zink drin. Zink ist auch entzündungshemmend, das heißt auch gerade für unreine Haut kann man das wunderbar nehmen. Also Kathi, super, dass du das jetzt sagst, weil ich wusste nie so richtig, was ich mit dem anfangen soll, mit dem Gesichtswasser. Das heißt, das nehme ich nach der maschinellen Zeitguard-Bürste-Reinigung? Ja. Mache ich dieses Gesichts... Auch wenn einer sich jetzt nicht mit Zeitguard reinigt, sondern einfach normale Reinigung hat, also was weiß ich, Reinigungsmilch oder so, dann mit dem Gesichtswasser. Also und dieses Gesichtswasser macht man damit auch, wenn man die Ultraschall, ich sage jetzt mal die Ultraschallklinge nimmt und da sein Gesicht macht ja. Man auch das da? Auch ja. Dafür ist es ja. Da. Weil das tut einfach, das holt nochmal so diesen, ja, Rest, was auf der Haut ist, holt es einfach nochmal runter und wie gesagt, es wirkt entzündungshemmend und gibt Feuchtigkeit. Man merkt es auch, wenn man dieses Gesichtswasser mal so ein bisschen auf die Haut macht oder auf die Finger macht und wirklich dann mal so ein bisschen reibt. Die meisten Gesichtswasser sind eine Mischung von wirklich Wasser und Alkohol, ja, und sonst ist nicht sehr viel drin. Und das merkt ihr auch jetzt bei dem Gesichtswasser oder auch von der Aloe Vera Pflegeserie, wo man nachher dazu kommt, ihr merkt richtig diese Inhaltsstoffe, also diese Pflege, wo da drin ist. Das ist auch nicht so wässrig wie ein Wasser, sondern schon ja einfach so ein bisschen kompakter. Also ihr spürt das auch richtig, was da drin ist. Also nochmal wirklich für mich auch als Kerle, ich brauche es immer nochmal, weil ich natürlich ganz einfach, wenn ich sage hier Nase, Mitesser, whatever, dann schnappe ich mir dieses Gesichtswasser, mach's drauf und mach das damit. Ja, du machst auf dem Wattepad einfach nach der Reinigung Gesichtswasser aufs Wattepad und gehst einmal so übers Gesicht, Hals, Dekolleté, was du jetzt halt gereinigt hast. Ist das dann nass genug, dass das Ultraschall... Ja, nee, jetzt, das ist ja jetzt, beim Ultraschall sind wir ja noch nicht. Das kommt ja jetzt als nächstes. Das ist jetzt einfach Reinigung abgeschlossen. Also damit schließt du quasi die Reinigung ab. Okay, also mit der Bürste. Genau, Reinigung. Ja. Genau, ja. Den Reinigungsschritt. Schließt du mit dem Gesichtswasser ab. So, und jetzt kommt ja im nächsten Schritt Kavitationspeeling, eben mit dem Spatel sozusagen. So, das ist ja der nächste Schritt. Jetzt mit dem. So, und für das muss die Haut nass sein. Wie du richtig gesagt hast, das reicht dann tatsächlich nicht, weil das ist wichtig, da dass die Haut nass ist. Also ihr könnt es mit dem Gesichtswasser machen, ist natürlich, ja, ich sage jetzt mal auch eine Kostenfrage und die Frage ist, muss man das gute, wertvolle Gesichtswasser jetzt für dieses Kavitationspeeling nehmen? Ich mache es mit Wasser, weil es funktioniert genauso. Dieses Kavitationspeeling funktioniert, weil Ultraschall auf
Feuchtigkeit trifft, also auf diese Wassermoleküle. Und das gibt dann so eine Explosion auf der Haut und diese Explosion holt quasi den ganzen Dreck aus der Tiefe raus. Und ich mache jetzt gerade mal mein Handrücker wenn nass. So, und ihr seht da, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hier seht, doch, man sieht es. Seht ihr diesen Sprühnebel, der hier ist? So, also, und ihr braucht im Gesicht, müsst ihr diesen Sprühnebel haben, weil der Sprühnebel ist sozusagen der Beweis, dass es diese Explosionen gibt und somit halt auch einfach dieses Kavitationspeeling stattfindet. Wenn die Haut zu trocken ist, dann funktioniert das nicht. Also ich sage jetzt mal, die Haut wirklich sollte nass sein. Nicht nur angefeuchtet, sondern wirklich nass, dass ihr wirklich diesen Sprühnebel habt, dass auch wirklich diese tiefe Reinigung stattfindet. Kathi, eine Frage, und zwar, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie macht das jetzt? Also ich bin ja einfacher Kerl, ich stehe dann also im Waschbecken und im Wasser machen wir so, dann haut es einfach Wasser drauf und macht es dann. Ja. Ist die, sage jetzt mal, die niveauvolle Frau, hätte die da irgendwie Wassersprühe oder irgendwas? Oder wie gibt es da noch einen Tipp? Oder? Klar, du kannst dir wirklich so Sprühding nehmen oder kannst ja auch vom Emergency Spray in die Sprühflasche, wenn die leer ist, kannst du dir reinsprühen. Aber ja, ansonsten, du kannst es, klar, du mischst halt unter der Dusche, kannst es ja auch machen, dann stehst halt im Moment so unter der Dusche und machst dir das noch mit dem Gerät, aber ansonsten, ja, bleibt ja nichts anderes übrig, also auch ich stehe ans Waschbecken und ich mache das wirklich immer nur auf der einen Hälfte, weil bis ich dann da bin, dann ist hier das Wasser schon wieder weg, also macht einfach eine Gesichtshälfte, ja, wirklich gut nass machen, ja. Und dann fahrt ihr wirklich mit dem Spatel so über die Haut. Und eben ganz wichtig, dass ihr wirklich diesen Sprühnebel habt. Also zum einen, wenn die Haut zu trocken ist, gleitet das Gerät nicht gut drüber. Ja? Ihr dürft auch nicht zu fest drauf drücken, auch wenn ihr es bei der Kundin habt, wirklich hier nicht denke, je fester ich drauf drücke, umso mehr kommt raus. Ja, dem ist nicht so. Das Rauskommen entsteht durch diese Verbindung von Wassermoleküle, Ultraschall und nicht durchs Draufdrücken. Also wirklich ganz, ganz sanft über die Haut fahren, so von unten nach oben, so an die Seite hin, an der Stirn, wirklich an der Nase, durch diese Ausbuchtung hier im Gerät, kommt der ja wirklich auch hier an die Nase und auch hier unter am Kinn. Und ihr seht ja dann wirklich, wenn ihr das macht, auch bei der Kundin oder beim Kunden, das lagert sich ja hier oben auf dem Spatel, lagert sich wirklich der Talg und der Dreck, sage ich jetzt einfach mal so, lagert sich da ab. Und das könnt ihr der Kundin ja auch zeigen und sagen, guck mal, was da rauskommt, ja, aus deiner Haut. Kathi? Ein ganz kurzer Hinweis fällt mir hier an der Stelle ein. Und zwar, unser Zeitguard-Gerät ist spritzwassergeschützt, ist nicht wasserdicht. Okay, also wir differenzieren spritzwassergeschützt und wasserdicht. Wir sind nicht wasserdicht, weil zuweilen Geräte eingeschickt werden, die kaputt sind, weil die Leute denken, ach ja, stimmt, ja, war ja was, ne, spritzwassergeschützt, und dann nehmen sie es mit in die Badewanne oder wie auch immer. Und da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Also, es ist kein Thema, wenn es mal nass wird, aber sorgt gut dafür und guckt, dass es nicht komplett irgendwo nass wird. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also nicht wasserdicht. Und Kathi, ein wichtiger Punkt auch nochmal. Zeigst du noch einmal, wie genau, wie rum, weil das wusste ich am Anfang nämlich überhaupt nicht, wie genau ich das Gerät halten muss. Weil es funktioniert tatsächlich ja nur in eine Richtung, nämlich so, ne? Ja, also wirklich mit diesem gebogenen, ja, also ihr fahrt, ich weiß nicht, soll ich mal näher hingehen, so vielleicht so, dass ihr wirklich so, also ihr fahrt nicht das Gerät so wie so eine Schaufel, so nach oben ziehe, sondern wirklich so, also dass ihr das so haltet, so immer so, also nicht da so, weil sonst müsst ihr ja auch irgendwie das so hochziehen oder keine Ahnung, wie man das dann, sondern wirklich so. Wow. 30 Grad zur Fläche. Ja. Also, und, wegen dem Gesicht nass machen wollte ich noch was fragen. Ich nehme ja normalerweise ein kleines Handtuch, mache es ja mit warmem Wasser nass und da ans Gesicht und ein bisschen so anreiben.
Das ist ja für mich meine beste Lösung, Gesicht nass machen. Ja. 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 Und am besten nimmst du eine Hälfte, wie Kathis gerade gesagt hat, weil das Wasser zieht ja ganz schnell ein. Und deswegen nur eine Hälfte vom Gesicht und dann das andere was nass machen. Du musst einfach nur draufhauen, dass es raucht, Michael. Ja. Wenn genau. Es raucht, dann zu wenig Wasser. Genau. Das Gerät geht, also dieser Aufsatz arbeitet mit 25 Kilohertz. Das heißt, ihr müsst da auch nicht überlegen, wie gesagt, was stelle ich ein? Ihr steckt es drauf, ja, und das Gerät erkennt automatisch, okay, jetzt habe ich dieses Kavitationspeeling, jetzt weiß das Gerät, es muss in dieser Frequenz arbeiten. So, wenn ihr fertig seid mit dem Kavitationspeeling, wieder Gesichtswasser und mit dem Wattepad einfach nochmal drüber gehe. Ja, einfach, dass ihr diese Wasserreste weghabt. Im Wasser ist auch Kalk und so. Und ja, da einfach nochmal drüber gehen. Kathi, nochmal. Mit was war nochmal drüber gehen? Was ist? Gesichtswasser. Wieder mit dem Gesichtswasser. Mit diesem Gesichtswasser. Ja, also ja. Auch hier war da genau dasselbe. Ja. Wenn ich einmal durch bin mit Ultraschall, auch dann dieses Wasser wieder drauf. Ja, genau. Und das ist deswegen geil, weil... Weil im Wasser halt einfach, es ist oft kalt drin, je nachdem, es sind noch Reste drauf. Wie gesagt, das holt ja jetzt auch den Talg und den Dreck raus. Das liegt ja dann so auf der Haut, das ist ja dann auch nicht alles auf dem Spatel. Und mit dem holt er das einfach dann mit dem Gesichtswasser nochmal komplett runter. Also die Haut ist dann porentief rein sozusagen. Aber ich benutze dafür dann so ein Wattepad. Ja. Oder? Ja. Also ich mache jetzt einfach, oh, Gesichtswasser drauf? Nee, das ist ja schade, denn wenn du es auf die Hand machst, gut, du kannst es, theoretisch kannst du es auch auf die Hand machen und kannst es dir dann so ins Gesicht machen, aber effektiver ist es ja mit dem Wattepad, weil du brauchst ja da nicht so viel, wenn du in die Hand lernst, dann hast du schon mal die Hälfte in der Hand und bis du so im Gesicht hast, rennt ja dann schon mal darunter. Also mach's einfach aufs Wattepad und geh dir so übers Gesicht. Und tupft es dann so als auch Dekolleté, ja. Ah, das nimmt es dann quasi nochmal mit. Das soll nicht einziehen, sondern es soll quasi mit dem Wasser, sollst du den Rest noch mitnehmen. Mit dem Gesichtswasser holst du einfach noch einmal den Dreck. Dieser Talg und das, was da alles rauskommen ist und jetzt noch auf der Haut ist und auch der Kalk, was im Wasser drin ist. Und, also quasi auch wie so ein Schwamm sozusagen, oder? Ich mache das da drauf und mache dann so... Ja, genau. Gehst einfach, also wie gesagt, einfach so über das ganze Sicht hier noch einmal übergehen. Genau. Okay. Pardon für alle Frauen, die denken, was stellt denn da für Frage? Aber. Nein, drum sind wir ja da. Genau. Ich glaube, so manch einem, vielleicht sogar einer geht es ähnlich. Also deswegen vielen Dank, Kathi. Genau. Dann kommen wir mal zum nächsten Aufsatz. Das ist der Aufsatz für die Gesichtsbehandlung. So, wenn ihr den drauf macht, erkennt das Gerät auch wieder automatisch, ich muss jetzt mit einem Megahertz arbeiten. Also das weiß jetzt ist das Ding drauf, ich muss nichts einstellen. Ja. Und, Kathi, ich hätte noch kurz eine Frage. Ja? Bevor du zum nächsten Aufsatz kommst, vor dem Peeling soll man das Gesicht mit der Bürste reinigen oder nur von Hand? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass man vor dem Peeling die Bürste nicht benutzen sollte. Ja, gut, dass du das ansprichst. Nee, das kannst du gut machen, aber mit diesem Aufsatz, das habe ich noch vergessen zu sagen, da der sehr intensiv ist, sollte man das nur 2 bis 3 Mal die Woche machen, also nicht jeden Tag. Auch jemand, der unreine Haut hat und denkt, wenn ich jetzt das jeden Tag mache, dann hole ich da möglichst viel raus. Das ist ein Trugschluss. Das ist zu viel für die Haut, weil wirklich diese 25.000 Schwingungen, die da in der Minute auf die Haut treffen, das ist ja schon Arbeit für die Haut. Und da kommt ja auch was raus und die muss ich ja dann wieder ein bisschen erholen. Also wirklich nur 2 bis 3 Mal die Woche machen. Aber ihr könnt wirklich die Reinigungsbürste könnt ihr vorher benutzen, die könnt ihr jeden Tag benutzen. Okay. Und Peeling heißt... ist die Klinge, die heißt Peeling. Ja, Kavitationspeeling, genau, nennt sich das. Kavitationspeeling. Also Kavitationspeeling ist der
offizielle Ausdruck von der Firma. Es ist ja einfach ein, ja, es ist eine Mischung von vielem. Es gibt ja viele Kosmetikstudios, bietet ja dieses Aquafacial Treatment an, wo quasi mit Wasserkraft, sage ich jetzt mal, so diese oberste Hautschicht abgetragen wird und erneuert wird. Dann gibt es diese Mikrodermabrasion, wo man mit Druckluft oder über die Haut drüber geht und da die oberste Hautschicht abnimmt. Und eben, das ist so eine Mischung, dieser Aufsatz von allem. Aber ja, wie gesagt, sehr intensiv. Und wenn ihr eine Kundin habt, die hier diese Kuperose hat, diese roten Äderchen, dann lasst ihr das auch frei. Wenn die Kundin, also geht da nicht drüber. Wenn die Kundin nachher sagt, ich möchte es selber mal ausprobieren für mich, ja, wie sich das anfühlt, ist es gut oder ist es nachher nicht so gut, dann ist es ihre Sache. Aber wenn ihr sie behandelt, dann lasst ihr das einfach frei. Ansonsten braucht ihr überhaupt gar keine Bedenken haben. Wie gesagt, wenn einer unreine Haut hat, Akne hat, Mitesser und so weiter, da drüber zu gehen. Das ist wirklich das Einzige, diese roten Äderchen, die manche Frauen oder auch Männer gerade hier so in dem Bereich haben. Kathi, und eine letzte Frage zu dem Thema von mir noch. Und das heißt, Kavitations hat aber nichts mit Gravitation zu tun. Nein, oder? Nein, Kavitations. Wieso heißt das? Also wie gesagt, das ist so dieser. Kavitation? Weißt du das, warum das so heißt? Nee. Kavitationspeeling. Okay, aber das ist jetzt gut für mich zu wissen. Das Ding heißt also Kavitationspeeling. Also es ist halt ein intensives Peeling, kannst du es auch einfach nur nennen. Wie gesagt, es ist eine Mischung so von diesen gängigen Gesichtsbehandlungen, die es da auf dem Markt gibt. Eben wie gesagt, die eine mit Wasser und Mikrodermabrasion und so weiter. Ja, genau. Dann sind wir beim Gesichtsaufsatz. Und da war ja letztes Mal die Frage von der Adi zu diesem Blue Light Serum. Also, wann man das nehmen soll. Also, wenn das jemand nehmen möchte, dann jetzt. Also, nachdem die Haut tiefengereinigt ist, bevor ihr mit dem Aufsatz anfangt, mit den Produkten fürs Gesicht, jetzt kommt Serum drauf. Also, egal, ob das das Blue Light Serum ist oder ob das das Kollagen Serum ist, Serum kommt dann immer direkt auf die Haut, bevor ihr mit dem anfangt. Also ich gehe nachher nochmal auf die einzelnen verschiedenen Serien ein, die LR hat, aber vom Zeitpunkt her ist jetzt dann der Zeitpunkt, bevor ich mit der Gesichtsbehandlung anfange, zum Serum drauf machen. Kathi, kann schon mal kurz alle Mikros stillschalten. Jemand hat sein Mikro auf und es knackt. Ja. Du bist der Admin, da gehst du auf Teilnehmer. Genau. Ja. Und dann gehst du einfach auf alle stummschalten. Ah ja, okay. So, jetzt. Genau. Ja, jetzt müsst's. Ja. Gut. Also, wie gesagt, das Gerät erkennt wieder automatisch, mit welcher Leistung es fahren muss. Und wie wir schon gesagt haben, Ultraschall generell regt die Kollagenproduktion an. Kollagene, die sind in der tieferen Hautschicht drin. Also wir haben drei große Hautschichten, drei Haupthautschichten sozusagen. Und gerade da gibt es aber wieder noch einmal Unterteilungen. Einfach nur mal, dass ihr es gehört habt. Und Kollagen sitzt in dieser zweiten großen Hautschicht drin, also schon richtig tief in der Haut, jetzt nicht hier irgendwo auf der Oberfläche oder unter den abgestorbenen Schüppli, sondern wirklich in der Haut drin. Das heißt, es braucht einfach eine gewisse Leistung, um dann an dieses Kollagen zu kommen und diese Kollagenfasern wieder aufzubauen, die einfach im Laufe der Jahre erschlaffen, ja, und sich nicht mehr so aufbauen. Und genau das macht Ultraschall. Ja, also diese 1 Megahertz Ultraschall, die gehen da hin. Genau. Und dann haben wir ja verschiedene Produkte. Wir haben einmal das Nanogold, also diese Nanogold-Serie, die sehen, also die sind
meine Brille aufsetze, dass ich das sehe. Die sehen so ähnlich, also einmal Nanogold und einmal die Beauty Diamond Serie. Und für die Männer natürlich extra das Platinum. Die Nanogold-Serie ist für die Haut ab 40, für die Haut bis 40 ist Nanogold. Da gibt es Tagescreme, Nachtcreme und die Augenmaske. Und die Beauty Diamond Serie, wie gesagt, die sehen von außen, sehen die sehr ähnlich aus. Die Beauty Diamond Serie ist für die Haut ab 40 und da gibt es dann natürlich auch die Nachtcreme und die Augenmaske mit dazu. Wenn ihr das Gerät einschaltet, ist im Moment recht kalt, also so dieser Edelstahl, also das der Kundin sagen, es ist im Moment kalt, ja, wenn wir es aufs Gesicht tun, nach ein paar Sekunden, wenn das Ultraschall dann richtig auf der Haut wirkt, wird das warm. Und auch da wieder gibt der Kundin das Gerät einfach dann auch selber in die Hand, dass die wirklich sieht, es ist kein Hexenwerk, zu mir da übers Gesicht fahre und wirklich diese Partie, die ich behandelt habe, möchte, zu behandeln. Wie gesagt, Hals, Dekolleté könnt ihr mitmachen. Ihr seht dann auch gleich, wie die Kundin das Gerät führt. Drückt sie vielleicht zu fest drauf, weil sie denkt, ja, je fester ich drauf drücke, umso tiefer geht es in die Haut rein. Oder macht sie das viel zu schnell, fährt sie da viel zu schnell hin und her, wo ihr sagen könnt, also wirklich ganz, ganz langsam über die Hautfahre, über die Partie. Ihr könnt ja dann auch ein bisschen, gerade hier so zum Beispiel Stirnfalte oder Nasolabialfalte oder was halt speziell jetzt extra behandelt wäre will, kann man ja dann wirklich auch so ein bisschen ein paar Sekunden drauf stehen bleiben. Und auch da wieder, wenn ihr Hals-Dekolleté macht, ja, dann macht er halt 2 oder 3 Durchgänge. Ja, das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Wenn ihr bei der Kundin seid, was ihr bei euch im Badezimmer macht, ist eure Sache, aber wenn ihr bei der Kundin seid, bevor ihr anfangt, wascht euch die Hände, desinfiziert euch die Hände und wenn ihr dann zu den Produkten kommt, ja, bitte fasst nicht diesen da in das Produkt rein. Besorgt euch so diese Holzspatel, da gibt es 100 Stück für 5 Euro bei Amazon oder im 1-Euro-Lader oder wo ihr gerade Gelegenheit habt. Holt euch die und geht halt jedes Mal mit einer frischen Spatel rein, weil es ist einfach unhygienisch. Wie gesagt, was ihr im Badezimmer bei euch macht, das ist jedem seine Sache. Aber bitte beim Kunde, ja. Wir haben das Desinfektionsspray, da könnt ihr auch schon wieder Werbung fürs Produkt machen. Gibt auch wieder ein paar Punkte auf dem Punktekonto. Ja, wie gesagt, nutzt es einfach. Ja, und wenn ihr jetzt mehrere Kunden habt, wenn jetzt 2, 3 Frauen da sitzen, dann könnt ihr ja auch die Reinigungsbürste, die desinfiziert sich selber, aber alles andere könnt ihr ja auch mit dem Desinfektionsmittel einfach einsprühen und mit einem Kosmetiktuch dann abputzen und nicht mit dem gebrauchten Gerät der nächsten Kundin ins Gesicht. Also das auch noch mal zum Sagen. Okay. Dann eben, je nachdem, wählt ihr eben aus, ja, was ihr wollt oder die Männer dann eben hier die Männerpflegeserie, wenn ihr einen Mann habt zum Behandeln. Ihr tragt die Creme auf, ihr könnt die Augenmaske einarbeiten, könnt sie aber auch mal am Abend, wenn ihr sagt, ach, jetzt habe ich keine Lust, das Gerät zu benutzen, einfach so unter die Augen, so der Jochbogen hier, der sollte die Grenze sein. Also nicht zu nah ans Auge hin, sondern wirklich gucken hier, wenn ihr spürt, ihr ja diesen Knochen hier. Ja, das sollte so ein bisschen die Grenze sein von der Augencreme, dass die nicht zu nah ans Auge hinkommt. Und könnt die drauf machen, könnt sie einfach noch halb, dreiviertel Stunde, bevor ihr ins Bett geht, drauf machen und einwirken und dann
ins Bett gehen, ja, ohne dass er es jetzt einarbeitet. Aber natürlich, wenn ihr es einarbeitet, habt ihr natürlich noch einmal einen super Effekt, gerade in der um die Augenpartie. Ihr könnt diese Augencreme könnt ihr zum Beispiel auch hier für die Lippenfältle noch nehmen. Ja, wenn ihr seht, eine Kundin hat da so extreme Lippenfältle, da kann man diese Augencreme auch noch drauf machen. Die ist noch mal ein bisschen intensiver. Wie gesagt, Kati, ja. Frage, Kati. Also ich habe mich jetzt öfters schon gefragt, wann nehme ich denn die Augencreme? Also wie oft nehme ich die? Nehme ich die einmal in die Woche? Nehme ich die jeden zweiten Tag? Nehme ich die immer? Oder wenn ich jetzt als das Platinum-Dings habe, als Mann zum Beispiel, ja. Okay, und behandle mich täglich, hole ich mir dann als Highlight nur das Augeserum zweimal in der Woche drauf? Oder was macht da Sinn? Oder jeden Tag für das eine das Platinum und für das Augeserum? Oder was mache ich da am besten? Du kannst die Augencreme kannst du im Prinzip schon jeden Tag so hinmachen und ein bisschen einklopfen, weil die Partie unter der Auge, die ist ja ein bisschen anders, die ist ja sehr dünn. Ja, also hier an der Wange oder so, da haben wir ja viel dickere Haut und hier ist sie ziemlich dünn und das ist natürlich dann auch gleich anfällig für Augenfältchen. Also da gehen ja eigentlich so, ja, so Mitte, Ende 20 geht es ja dann los, so um die Augen mit der Augenfältchen. Also da kann schon, wenn du die Creme eben dünn drauf machst, so vielleicht noch ein bisschen einklopfst, wenn du jetzt sagst, mit dem Gerät will ich sie jetzt nicht einarbeiten. Aber theoretisch kannst du die jeden Tag nehmen, wenn jetzt einer sagt, nee, also die Augencreme brauche ich nicht, das ist jetzt so Luxus. Ich habe in der anderen Produkte eigentlich genug Pflege drin. Es ist jetzt kein Muss, die Augencreme. Es ist einfach nochmal, keine Ahnung, wie wenn du am Auto besondere Felge hast. Ja, es tut es vielleicht auch die einfacher, aber du sagst halt, nee, ich will jetzt da einfach nochmal ein wenig mehr haben. Aber der tägliche Aufwand kann tatsächlich auch so sein, ich habe für, ne, zum Beispiel, für, ich entscheide mich für eine Serie, ist jetzt egal welche, die Augen gibt es ja in jeder Serie, oder? Ja, und wie gesagt, auch ein Mann kann die Beauty Diamonds Serie nehmen. Das ist nicht gesagt, dass der die nicht nehmen darf oder die Nanogold. Wie gesagt, die Männer lieben es halt einfach und darum hat man dieses Platinum. Da ist ein Produkt, da ist im Prinzip alles drin. Das nehme ich morgens, das nehme ich abends, weil der Mann, die meisten Männer einfach sagen, ich brauche keine 5 Cremetöpfle dastehen. Aber ja, ich brauche eins für alles, fertig. Und dann riecht es halt auch so ein bisschen herb, so männlich noch. Aber wie gesagt, wenn ein Mann sagt, nee, ich will eine intensive Pflege, ich nehme diese alle drei Produkte, die Tagescreme, die Nachtcreme und die Augencreme, selbstverständlich. Und gibt es von der Platinum auch eigene Augenserie für Männer? Nein, nein. Ah, das heißt, die Augenserum gibt es tatsächlich eben nur bei Nanogold und Beauty Diamond. Ja, ja, also da muss dann die von der Frau sozusagen. Also müssen wir aber eigentlich unsere Männer sagen, Leute, Kerle, wenn ihr die Platinum für euch holt, hole euch aber noch ein Augeserum. Wenn ihr über 40 seid, Nanogold. Ja. Unter 40 Nanogold, ansonsten Beauty Diamond. Ja. Und wenn ihr dann dra seid, sowieso ja. Platinum war für alles. Und ums Auge rum, die Dinge, ja, haben wir den besten Effekt. Ja, genau. Super, wow, vielen, vielen Dank. Das war für mich ganz spannend. Silvia, Kati? Ja. Gerne Silvia zuerst. Sie war zuerst. Ich warte. Schalt dich einfach ein, Silvia. Schalt dich einfach ein. Oder muss ich dich freischalten? Nee. Sie kann sich rein theoretisch, aber du kannst auch selber machen, wer schneller ist. Die Silvia kann es nicht, meine ich. Okay, wo muss ich drauf teilnehmen? Ja, wo gibt es ja diesen Knopf mit Kamera und mit. Ja, Teilnehmer, genau, Silvia. Genau, bitte Ton einschalten. So. Achso, jetzt kriegst du auch bloß die Aufforderung, Silvia. Muss mal gucken. Da gibt es einen Knopf, wo dieses Mikrofon abgebildet ist. Da musst du draufdrücken. Das dürfte bei dir gerade durchgestrichen sein. Fahr mal mit deiner Maus ein bisschen. Ja, dann tue ich halt alle wieder gerade mal einschalten, oder? Wenn das geht. Ermöglichen. Ich glaube. Ja. So. Jetzt müsste es gehen, Silvia. Jetzt müsste es gehen. Probier es nochmal, ob das geht. Nee, geht auch nicht.
Super. Keine Ahnung. Silvia, hast du nicht irgendwo ein Mikrofon? Das haben wir eigentlich alle. Das kannst du dann anmachen. Jetzt, Adi, jetzt geht es bei euch wenigstens? Ja, genau. Ich muss klicken, Lautsprecher an und dann kann ich reden. Aber das muss dabei. Bist du mit dem Handy drin, Silvi? Ist es ein Handy oder Laptop? Der Host gestattet nicht, schreibt sie. Hä? Nee, das kann nicht sein. Ich hab, bei mir uns hat es auch gestattet. Also bei mir steht jetzt alle aktuellen neuen Teilnehmer stumm schalten. Nein. So, also jetzt müsste doch jeder sich Lautsprecher machen können. Also ich konnte es, aber ich mache mich sonst jetzt wieder aus. Nee, lass mal an. Also, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Frank hier? Also der schüttelt auch noch den Kopf. Sonst. Ja, aber was muss ich jetzt? Sonst schreib mal deine Frage. Ah, jetzt geht's. Ja. Jetzt geht's. Jetzt hast du es erlaubt, Kathi. Jetzt muss ich mal gucken, Silvia, ob es jetzt funktioniert. Bei mir ging es nämlich eben auch nicht, weil du es nicht gestattet hattest. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht jeden Einzelnen anklicken. Es muss doch möglich sein, dass jeder sich dann selber der Lautsprecher einschaltet, oder? Genau, das muss ja bei der Silvia funktionieren. Bei der Elena geht es auch nicht. Aber was muss ich dann einschalten? Adi, hilf mir mal. Also, keine Ahnung, weil ich konnte einfach draufklicken, fertig. Ja, ich verstehe das auch nicht. Sonst schreibt halt eure Frage. Weil sonst nee, das ist ja auch blöd. Da steht jetzt, ermöglichen Sie es den Teilnehmern selber ihre Stummschaltung aufzuheben. Ja. Klick mal da drauf. Ja. So, jetzt testet mal jemand. Ah ja, Elena, guck, jetzt geht's. Super. Also jetzt müsste aber bei jedem gehen. Ja, geht. Ja, super. Also. Silvia, bei dir geht's immer noch nicht? Willst du deine Frage unter reinschreiben? Aber das ist komisch, dass es bei ihr jetzt nicht geht. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist mal, wenn sie mit dem Handy dabei ist, auch anders wie jetzt mit dem Laptop. Weil im Laptop ist ja das Mikrofon, da kann man es an- und ausklicken. Keine Ahnung. Ja, naja, okay. Ich mache wieder schon deine Frage unter reinschreiben, vielleicht in der Chat, Silvia. Also, Elena, jetzt machen wir dich mal. So, hallo, hört man mich? Ja, gell? Ja, funktioniert. Genau. Kathi, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie argumentierst du, wenn jemand sagt, ich habe ja eigentlich fettige Haut und habe sonst von anderen Herstellern spezielle Creme für fettige Haut. Die andere sagt, ich habe eher trockene. Und dann fragen sie, wie kann es sein, dass also die eine Creme für alle Hauttypen geeignet ist? Und dann stehe ich manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch und weiß nicht, was ich antworten soll. Hattest du schon mal solche Fragen? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Was sagst du ihnen? Oder was macht die Creme tatsächlich so besonders, dass sie für so viele Hauttypen geeignet ist? Ja, also zum einen, was sie besonders macht, die Produkte jetzt, diese drei neuen Produkte, wo jetzt beim Zeitgrad dabei sind, ist ja diese Mikrosphärentechnologie. Mhm. Das ist ein... Ja, kommt eigentlich aus der Medizin, aus der Tumorforschung. Das hat man sich jetzt auch in der Kosmetik zunutze gemacht. Das heißt, das ist ein Transportsystem und das erkennt genau, wo die Wirkstoffe hin müssen. Also an die geschädigten Zellen sozusagen, da bringt man das hin. Und eben das war, wie gesagt, aus der Tumorforschung, wo man dann einfach geguckt hat, dass die Medizin sozusagen an den Tumor kommt und nicht eben ringsrum an die anderen Stellen, sondern direkt dahin. Und genau das hat man sich jetzt zunutze gemacht. Aber du kannst ja, ich meine, wenn einer unreine Haut hat, dann wirklich unreine Haut, dann kann er ja auch mit der sich mit der Mikrosilbercreme behandeln. Ja, also zum Beispiel die Waschlotion und Mikrosilber Gesichtscreme. Ja. Und hier hast du ja wirklich, du hast ja für die Haut bis 40
hast du die eine Creme und ab 40 hast du... Genau, das ist ja klar. Das kann man ja dann unterteilen, wenn deine Frau sitzt über 40, jetzt sage ich, die Creme ist für dich geeignet. Aber es geht halt dann darum, gesagt, aber ich habe so trockene Haut, brauche ich da nicht eine Creme, die noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit hat? Da gibt es dann nachher die Möglichkeit, wir haben ja dieses Serum noch. Wir haben ja zum Beispiel auch das Kollagenserum. Mhm. Also das kann man dann wunderbar dazu empfehlen praktisch. Dazu empfehlen. Ja, okay. Das ist dieses Serum. Und das kann man dann zum Beispiel, eben wie ich es vorher gesagt habe, bevor man mit dem anderen anfängt, noch auf die Haut drauf machen. Oder das ist auch ein tolles Produkt jetzt für den Sommer, ja, wenn ich jetzt überhaupt nicht viel Pflege brauche. Und dann ist natürlich das Thema fettige Haut. Viele Hautprobleme sind hausgemacht, indem die Frauen oder auch die Männer, ja, die will ich jetzt nicht ausschließen, hauptsächlich aber die Frauen falsche Pflege verwenden. Ja? Zu scharfe Reinigung, zu scharfes Gesichtswasser. Ja, wie gesagt, manche Gesichtswasser bestehen tatsächlich hauptsächlich nur aus Wasser und Alkohol und sonst nichts. Dann haben gerade die trockene Haut haben, meinen dann, sie müssten Fett zuführen, aber eine Haut braucht kein Fett, die braucht Feuchtigkeit. Ja, auch das ist so ein Thema. Und dann ist man dann in so einer Spirale drin oder auch diese fettige Haut, wenn die zu scharfe Reinigung oder Gesichtswasser haben, wo die Haut austrocknet, dann fettet die Haut ja automatisch nach. Das ist wie bei unserer Darmstoffwechsel, pur diese Wassereinlagerungen, wo der Körper Wasser einlagert, weil immer mehr Gifte zukommt. Ja? Und dann kommt immer mehr Wasser. Und so ist da auch, die Haut wird durch diese Mittel immer mehr ausgetrocknet und fettet dann noch mehr nach und noch mehr nach und noch mehr nach, weil sie eben das Gefühl hat, ich kriege keine Feuchtigkeit und das Fett wird mir auch noch entzogen. Das ist so ein Selbstschutz im Prinzip. Das, was der Körper mit Wassereinlagerungen macht, macht dann unsere Haut im Gesicht mit dem Fett. Also da muss man dann auch mal gucken, was benutzen die? Mhm. Und wie gesagt, gerade dieses Gesichtswasser, wenn du da mal guckst, wie fühlt sich das an? Da ist unseres einfach schon cremig und reichhaltig und die anderen, das ist einfach, ja, wirklich wie Wasser. Okay. Dankeschön. Ja. genau, also dann machen wir hier mal weiter mit der Pflege. Also ihr tragt wirklich die Creme auf, ja? Ihr braucht sie im Gesicht nicht einmassieren oder die Kundin kann das ja selber machen, wirklich die Creme großzügig auftragen und dann fangt ihr an mit dem Gerät, gebt es der Kundin in die Hand und ja, lass die wirklich selber machen, dass die da ein Gefühl dafür kriegt. Hals, Dekolleté mitmachen. Ja. Patti? Ja. Die Silvi hat jetzt in den Chat geschrieben. Ah ja. Und zwar, Halsbehandlung sollte man Schilddrüse aussparen, ja oder nein? Also beim Ultraschall ist das weniger ein Thema jetzt zum, also du kannst das mitmachen. Ich weiß, es ist ein Thema. Es ist auch beim Galvanik, mit galvanischem Strom, wenn du da behandelst. Aber das sind ja, wie gesagt, das ist ja wirklich für den Kosmetikbereich gemacht. Ja, also da kannst du wirklich hier über die, also drüber geht, du kannst wirklich da alles behandeln. Und auch hier mit dem Peeling, wenn du mit dem Spatel, mit dem Kavitationspeeling über den Hals drüber gehen magst, also das macht wirklich überhaupt gar nichts. Kathi, ich habe auch noch eine Frage. Wenn jetzt jemand eine Problemzone Doppelkinn hat zum Beispiel, hilft unser Ultraschallgerät da auch? Also, und wenn ja, würde man dann der Körperaufsatz nehmen mit Vibration? Manche haben ja richtig einfach eine Problemzone, so, wo ja vielleicht nicht gerade so abnehmen kann. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaub, könnte man da auch arbeiten mit dem Gerät? Ja, ich würde aber schon den Aufsatz nehmen, weil du einfach, der Körperaufsatz ist ja auch größer.
Ja, also der ist ja um einiges größer. Und du kannst ja dann wirklich hier, du kommst ja dann auch besser hin, ja, an die Partie und kannst ja da auch besser arbeiten und die Vibration, wo beim Körperaufsatz mit dabei ist, also ich denke mir, die ist am Kinn ja jetzt nicht unbedingt so angenehm. Okay. Und vor allem, wie gesagt, das baut ja das Kollagen wieder auf und das ist ja das, was strafft. Echt jetzt? Krass. Ja. Also und von dem her, wenn du dann wirklich so hingehst und hier die Partie behandelst und das machen ja auch unsere Cremes, ja. Die Cremes, die regeln ja auch die Kollagenproduktion wieder an, zusätzlich noch und straffe die Haut. Da sind ja auch Wirkstoffe drin. Im einen ist dieses Gold und Seide drin. Da komme ich nachher noch kurz dazu, zu den Inhaltsstoffen. Aber wirklich, also hier gerade fürs Doppelkinn ist das wirklich super. Hammerhart, hättest du da schon mal Erfahrung irgendwo gäbe? Weißt du das jetzt zufällig? Also müsste man mal... Also das muss ich aber dazu sagen, beim Doppelkinn, ich meine, also wenn du jetzt das Doppelkinn behandelst, das ist dann tatsächlich nicht so, wie wenn du jetzt eine Gesichtshälfte machst, ja, um der Frau das zu zeigen und hast dann ja wirklich sofort Vorher-Nachher-Effekt. Wir haben es ja, wo ich mit der Thea auf der Frauenmesse war, haben wir ja einige Frauen behandelt, habe ich ja die Bilder auch schon reingestellt damals, wo man dann sofort wirklich nach dieser 2-Minuten-Behandlung auf der Messe einen wahnsinnigen Unterschied schon sieht. Also das siehst du beim Doppelkinn nach einer Behandlung nicht und wahrscheinlich auch noch nicht nach 3, sondern da musst du wirklich, also ich sage jetzt mal 1-2 Monate musst du da wirklich dranbleiben. Ja. Und da muss man realistisch sein. Also das ist ein tolles Gerät, aber natürlich kein... Nee, aber ich, also es gibt halt auch Kerle zum Beispiel, wo ich halt kenne, die halt wirklich da schon und dann, ja, kriegt es mal weg sozusagen, also so richtig Ding. Ja. Und dann nimm mal ab, aber dann fangst du an abnehmen und dann nimmst du vielleicht am Bauch ab oder nimmst du vielleicht irgendwo anders ab, wo es vielleicht gar nicht brauchen kannst und hast immer noch da und das wäre ja cool, wenn du da tatsächlich, und vielen Dank, ja. Aber da kannst du dann zum Beispiel auch noch mit dem Kollagenserum eben das dann noch unter die Pflege machen. Gerade wenn die Männer nehmen ja dann eben dieses Platinum in der Regel und wirklich dann noch das Kollagenserum, weil das ist ja dann nochmal zusätzlich baut nochmal zusätzlich auf. Und also nur, dass wir uns richtig verstehen, dieses Kollagen, der Körper hört auf ab einem bestimmten Alter mit der Produktion vom Kollagen. Ja. Und dann aber ist er. Er hört nicht ganz auf, aber es wird halt immer weiter zurückfahren und diese Kollagenfasern, die sind eben so in dieser zweiten Hautschicht und die sorgen im Prinzip dafür, dass die Haut straff ist. Und das baut halt ab und dann, das muss man sich vorstellen, wie ein Gummi, der ausleiert, so ungefähr. Und durch alleine rein jetzt so, sozusagen alleine nur durch die Ultraschalltechnologie, jetzt mal komplett nochmal weg von der Pflegewerkprodukte, nur durch die Technologie, jetzt kommt hier Ultraschall, jetzt kommt Wasser und dann passiert irgendwas in der Haut. Auf einmal sagt die Haut, oh geil, weißt du was, ich habe jetzt wieder Bock und baue jetzt Kollagen auf wieder. Ja, ist ja Hammer, also oder? Das Ultraschall regt tatsächlich die Kollagenproduktion an. Ja. Mega, vielen Dank, Kathi. Genau, jetzt muss ich gerade mal gucken auf meinem Zettel, was ich da noch habe. Genau, bei der Gesichtsbehandlung, wenn ihr gerade am Anfang, jetzt muss ich gucken, ja, ich weiß, wenn ihr so die erste 2-3 Mal behandelt, habt ihr vielleicht das Gefühl oder auch die Kundin, boah, das zieht wahnsinnig schnell ein, und das Gerät gleitet dann gar nicht mehr so schön drüber, dann nehmt ihr einfach Emergency Spray, ja, und sprüht euch da ein bisschen drauf, weil auch hier sollte das Gerät, also nicht so jetzt so auf meiner trockenen Haut da so stocken, sondern es sollte wirklich so eine gleitende Bewegung sein und da könnt ihr dann nicht nochmal Creme drauf, weil das ist dann zu viel, sondern wirklich hier mit dem Emergency Spray drüber sprühen. Was ich auch schon gemacht habe, wenn jemand, das könntest du auch probieren, Elena, zum Beispiel bei denen, also von der Thea, die Tochter, die Laura, die ist 26 und die hat
sie hat keine unreine Haut, aber sie hat so T-Zone extrem fettig, hier Drucker, hat auch sehr, sehr großporige Haut. Und wir sind dann hingegangen und haben dann diese mit dem Aufsatz, haben wir dann Konzentrat und Emergency Spray eingearbeitet. Also nicht die andere Hautpflege, das war ihr alles zu viel, ja, auf der Haut. Und dann sind wir hingegangen und haben eben die zwei Produkte genommen, großzügig Konzentrat drauf, immer wieder gesprüht. Das war wahnsinnig, wie schön die Haut nachher war, diese eine Gesichtshälfte, das war so ein himmelweiter Unterschied. Und sie hatte so zum ersten Mal das Gefühl, die Haut hier, die ist nicht fettig, das Fett ist weg, das Trockene ist weg, die Haut ist richtig prall, einfach durch diese Feuchtigkeit im Konzentrat drin. Also das kann man auch machen. Also wie gesagt, Ultraschall bietet da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo ihr sagt, ja, das muss man einfach mal ausprobieren, ja. Sei es mit dem Mikrosilber, sei es eben hier mit den Produkten, wo ihr einarbeiten könnt. Guckt euch einfach mal wenn die Haut an und ja, da habt ihr einfach wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und Kathi, eine Frage, wenn man dann tatsächlich bei jemandem mit Erste-Hilfe-Spray und Konzentrat behandelt, ist das dann, spannt es dann noch heute durchs Konzentrat? Nee. Ist da kein Spanner drauf? Also bei der Laura war jetzt keine Spannung drauf. Ja, ja, sie hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ja, die Haut fühlt sich richtig gut an. Wahrscheinlich auch durch die Kombination mit dem Emergency Spray wahrscheinlich. Ja, auch. Ja, ja. Das ist ja eine super Idee. Ja. Cool, danke schön. Genau. So, jetzt gucke ich gerade mal, was ich hier noch drauf habe. Genau, über diese Mikrosphäre-Technologie haben wir gesprochen, noch kurz zu der Inhaltsstoffe. Also in dieser Nanogold-Serie, wie der Name schon sagt, ist Gold drin, Gold und Seide. Gold wird ja zum Beispiel auch in der Homöopathie verwendet, wisst ihr ja, dieses Gold und Silber eben, das hat man da einfach auch mit reingenommen. Gold und Seide absorbiert die UV-Strahlung. Also ihr habt hier in dieser Nanogold-Serie auch einen leichten Sonnenschutzfaktor. Ersetzt natürlich jetzt nicht die Sonnencreme, wenn ihr im Urlaub am Meer seid, logisch, aber einfach so einen leichten Sonnenschutzfaktor habt ihr drin. Es ist drin Aprikoseöl, Olivenöl, Shea-Butter, Sojabohne, Proteine, ja, einfach so natürliche Zutaten, sage ich jetzt mal auch. Und dann in dieser Beauty Diamond Serie für die Haut ab 40, wie der Name auch schon sagt, da ist tatsächlich Diamantstaub drin in Kombination mit Proteinen und die verlangsamen den Alterungsprozess. Und dann ist auch wieder eben Shea-Butter, Sonnenblumenextrakt, Olivenöl, Pistazien- und Traubenkernöl, weil die sind reich an ungesättigten Fettsäuren. Und ja, genau. Und in dem Platinum für die Männer, das wusste ich auch nicht, war ich auch ganz erstaunt, da ist drin ein Extrakt aus Schweizer Gletscherwasser. Nur, dass ihr es mal gehört habt. So, genau, noch Fragen zur Gesichtsbehandlung. Hatte ich noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt die Mikrosilbercreme auftrage, weil ich eben ein bisschen unreine Haut habe, macht es Sinn, dann hinterher noch mit der Nanogold, also irgendwie mit Anti-Aging zu arbeiten, oder wäre das unnötig oder... Keine Ahnung, nee, zu viel. Nee, kannst du auf alle Fälle machen. Oder wenn du jetzt jemand hast, wo du sagst, man muss einfach ein wenig ausprobieren. Es ist ja da nicht so, dass man sagt, das ist für das und das ist für das und das ist für das und so. Das sind die Regeln und das muss jeder nehmen. Es hat ja jeder auch ein anderes Empfinden für die Haut, und wenn es jetzt für dich ist und du sagst, nee, das fühlt sich gut an, ja, wenn ich da einfach noch ein bisschen eine Pflege, Anti-Aging-Pflege drauf mache, dann ist das durchaus in Ordnung, so wie der Frank gesagt hat vorher, ja, und das spannt dann nicht
Der Laura hat es nicht gespannt. Für sie war das ein wunderbares Hautgefühl. Jemand anders hätte dann vielleicht gesagt, ha, irgendwas fehlt mir noch, also da brauche ich schon noch ein bisschen was drauf. Dann hätte man ja vielleicht auch können von der Aloe Vera Serie Tagescreme drauf machen oder hätte ihr können ein bisschen Propoliscreme drauf machen. Auch das kann man wunderbar machen. Ja, probiert euch da einfach ein wenig aus, aber wenn du jetzt sagst, ich will da noch wegen was für Anti-Aging, dann bist da schon, kannst du schon da noch Gold drauf machen oder auch die Beauty Diamonds. Okay, super, danke dir. Also es gibt da jetzt nicht, das ist richtig oder das ist falsch, versteht ihr, was ich sagen will, sondern ihr müsst da auch so einfach wegen auf eure Haut hören, im wahrsten Sinne des Wortes, und merkt ja dann, okay, das fühlt sich gut an oder das fühlt sich nicht gut an. Also, sollen wir weitermachen mit dem Körperaufsatz? Genau, dann haben wir noch den Körperaufsatz. Das ist der da. Auch da erkennt das Gerät wieder automatisch, okay, jetzt ist der Körperaufsatz drauf. Jetzt habe ich wieder ein Megahertz-Ultraschall und habe noch Vibration dazu. Ich kann natürlich mit diesem Körperaufsatz nicht nur jetzt die Körpercreme einarbeiten. Die ist dann auch bei dem Set für 399, also bei diesen drei Produkten ist die mit dabei. So, das ist natürlich jetzt wirklich für Anti-Aging am Körper, für schöneres Hautbild. Ich kann, wenn ich Wassereinlagerungen habe, kann ich den Körperaufsatz nehmen. Fettreduktion, das war ja, da waren ja alle ganz elektrisiert, wo das Gerät vorgestellt wurde. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was der Dr. Voss oder wer da zu dem Thema gesprochen hat, weil das Ultraschall löst tatsächlich verflüssigtes Fett in den Zellen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass der Stoffwechsel funktioniert. Und da sind wir dann wieder beim Thema Darmstoffwechselkur und auch bei der Wassereinlagerung. Wenn ich Wassereinlagerungen bei jemand habe und die behandle, ja, dann nützt es nichts, wenn ich die mit dem Gerät behandle. Aber der hat überhaupt gar keinen funktionierenden Stoffwechsel, dass diese Abfallstoffe dann raustransportiert werden. Also das ist dann im Endeffekt schade. Also da müsst ihr dann schon auch drauf gucken, wenn da die Problematik ist, dass da wirklich auch von innen her was gemacht wird. Wenn ihr mit dem Körperaufsatz jetzt in diesen Bereichen behandelt, zu den Lymphen hinarbeiten. Das heißt, von den Beinen hoch zu der Leiste und vom Bauch hier Richtung Achseln, weil da haben wir die Lymphbahnen. Also nicht so in die andere Richtung, sondern wirklich so, dass das dann auch von der Lymphe abtransportiert werden kann. Aber wie gesagt, da ist wirklich Voraussetzung Darmstoffwechsel. Das ist dann auch ein ganz großes Thema, wo dann da auch mit dazugehört. Ja, natürlich kann man auch andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel mit dem CBD-Roller, ja, kann ich die Schulter, der Nacken, das Kreuz machen. Ich kann MSM-Creme und Thermolotion nehmen und kann da die Bereiche einmassieren bei der Thermolotion und auch beim CBD-Roller. Also es wird schon richtig warm. Ja? Seid bei der Thermolotion und MSM-Creme mit der Thermolotion wegen vorsichtig beim ersten Mal, bis ihr da so ein bisschen ein Maß gefunden habt, weil ihr spürt wirklich durch diesen Ultraschall geht die Wärme in die Tiefe von der Haut. Also Thea hat zum Beispiel bei ihrem Bruder Schleimbeutelentzündung behandelt. Sie hat zweimal behandelt und der Großteil der Schmerzen waren weg. Ihr Mann schafft in der Montage auf dem Bau, der hat an der Hand dieses Karpaltunnelsyndrom und je nachdem, was er gearbeitet hat oder arbeitet, hat er da wahnsinnige Schmerzen. Sie hat dann eben hier die Hand behandelt
Und am anderen Tag waren die Schmerzen weg, wo er sonst wirklich noch tagelang damit zu kämpfen hat. Also ja, probiert euch da einfach auch aus. Und ja. Ich habe auch erfahren, und zwar habe ich irgendwie vor einem Vierteljahr ungefähr, habe ich gemerkt, dass das irgendwie, dass das dort an diesem Ellenbogen, dort, dass es da wehtut oben drauf. Und dass ich auch, wenn ich da am Computer gesessen bin, dass es dann angefangen hat, kribbeln vorne in der Hand drin. Da ich denke, oh, was ist denn jetzt das? Und dann war mir irgendwann mal klar, okay, das kommt wahrscheinlich auch vom vielen Handyhalter. Ich habe da noch so fette Hülle drum gehabt, die richtig schwer war. Und habe dann, scheiße, habe ich mir jetzt so Karpaltunnel-Whatever-Syndrom geholt. Und wo dann wirklich auch, wenn ich am Autofahrer war, hätte es dann richtig dieses elektrisierende Kribbeln, wo bis nach vorne, vielleicht kennt es der ein oder andere, und immer noch die Schmerzen, es ist nicht weggegangen. Und dann habe ich mir gedacht, so, weißt du was, ich probiere das jetzt einfach aus mit unserem Zeitguard Pro und habe einfach mit MSM, einfach nehme ich immer diesen Körperaufsatz, nehme die MSM und mache am Morgen, wenn ich mir das Gesicht behandle, einfach fahre ich auch da immer über der Ellenbogen da so drüber mit der MSM und mache Wasser oder Emergency Spray drunter und bin da einfach so 2 Minuten, 3 Minuten so hin und her und es ist der Hammer. Dieses Kribbeln vorne drin ist weg. Also es ist ganz, ganz selten nur und kein Vergleich mehr auch mit dem Schmerzen da. Also ich bin total dankbar, dass das tatsächlich funktioniert. Und auch da könnt ihr wirklich zwischendrin immer wieder, wenn ihr merkt, okay, das gleitet jetzt da nicht mehr so schön über die Haut oder gerade am Rücken oder Nacken oder Schulter oder so, ist das ja dann unangenehm, könnt ihr wirklich zwischendrin immer wieder mit dem Emergency Spray draufsprühen und dann geht es wirklich einwandfrei. Ich habe auch am Wochenende jetzt, hier hat Ilona und Christian Kunz getroffen in Frankfurt und habe mich da unterhalten. Ilona hat auch erzählt, die macht auch mittlerweile Vorträge. Also Ilona Kunst, Frau von Christian Kunst, rein nur über die medizinische Wirkung und den Einsatz von unserem Zeitguard Pro medizinischer Natur. Also mega spannendes Thema. Da will ich sie auch mal fragen, ob man da von ihr mal vielleicht mal irgendwie einen Vortrag kriege oder so. Also wirklich rein nur medizinisch. Hätte sie sich schon voll, ja, gibt es so viele Themen, dass es eine eigene Schulung dazu gibt. Vielen Dank. Ja. Genau. Dann, also probiert es einfach aus, ja, wenn ihr da Beschwerde habt oder habt jemand, wo ihr mitkriegt, oh ja, Schulter oder so, tut mir weh, geht einfach hin und macht es. Die Leute sind euch ja dankbar und ja, es hilft. Also ihr spürt wirklich, wenn ihr das auch mal an euch selber macht oder machen lasst, diese Tiefenwärme, wo wirklich in die Tiefe reingeht. Wo ihr sonst, wenn ihr jetzt einfach, der Roller ist ja an sich schon genial, aber jetzt wirklich in Kombination mit dem Gerät habt ihr da nochmal ein ganz, ganz anderes Empfinden. Also man hat wirklich das Gefühl, das geht so durch der Rücken durch. Also vom Gerät her wäre ich jetzt durch. Ich würde jetzt noch so ein paar andere Produkte kurz erkläre, was wir da noch an Pflegeprodukte haben. Habt ihr noch Fragen zum Gerät jetzt oder zum Einsatz oder so? Oder ist soweit alles klar? Also gut. Vielleicht auch nochmal, vielleicht einen Tipp noch, also wie wir es vorher bei dir auch hatte mit dem Vorführeffekt, wenn du einen Aufsatz reinmachst und er funktioniert dann nicht direkt, obwohl der Akku voll ist, einfach nochmal Aufsatz rausholen und nochmal kräftig so reinmachen. Ne? Ich habe auch schon gedacht, hast du das Ding jetzt kaputt reingesteckt und es lief nicht, dann einfach nochmal rein, raus und dann funktioniert es wieder. Genau, so jetzt müssen wir hier mal erst ein wenig Platz machen für eine andere Sache. So, noch ein paar Worte mal zu der Aloe Vera Pflegeserie, also da habt ihr ja auch Gesichtswasser, Reinigung, es gibt eine Tages- und eine Nachtcreme. Es gibt ein Peeling noch dazu und es gibt eine Maske. Wobei ich sagen muss, dieses Peeling benutze ich nicht, ich empfehle es auch nicht. Ich empfehle stattdessen die Bubble Mask, weil da habe ich einfach ein besseres Einsatzgebiet, ich kann es für alle verwenden. Also wie gesagt, dieses Peeling, dieses mechanische Peeling ist eigentlich überholt.
ja, ich denke, LR hat es halt einfach noch mit im Programm, aber jetzt von der Technik oder vom wissenschaftlichen Ding her ist natürlich dieses Enzympeeling, diese Bubble Mask, was ganz anderes. Aber was eben, also auch bei mir viel genommen wird, ist eben die Pflegeserie von Aloe Vera. Ihr habt da tatsächlich 50% reines Aloe Vera Blattgel drin und es ist eine Serie, die ihr wirklich ohne Bedenken jedem geben könnt, weil da passiert wirklich nichts. Also das sind, gerade oft hat man ja solche Leute, die sagen, ja, also ich habe so eine ganz empfindliche Haut und ich reagiere auf alles und so, wo man dann schon denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da könnt ihr wirklich sagen, dann nimm diese Aloe Vera Serie, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, viele Hautprobleme sind wirklich von der Frau hausgemacht, weil sie einfach eine falsche Pflege haben und die Haut dann gereizt, gerötet, schuppig, was auch immer ist. Und ja, das ist eine Pflegeserie, da braucht ihr euch also wirklich gar keine Gedanken machen, weil einfach durch diesen hohen Aloe Vera Anteil ist Feuchtigkeit drin, es sind auch so gar keine Parfümstoffe oder so drin, wo reizen können. Also es ist dann so diese Naturprodukte-Serie, die wo Frauen, wo dann sagen, ja, ich möchte so Naturprodukte, die sind dann hier wirklich gut damit aufgehoben. Ganz kurz. Ja. Oh, es geht. Funktioniert. Ich wäre trotzdem immer ein klein wenig vorsichtig mit Aloe Vera. Also meine Tochter ist total allergisch gegen Aloe. Wir haben schon alle möglichen Produkte jetzt ausprobiert von LR. Okay. Und hier eine Tomate. Von der Maske oder von den anderen Produkten jetzt? Von zum Beispiel Emergency, diese Emergency-Produkte. Ja. Also alles, wo Aloe drin ist. Also es gibt Leute, die sind da ja. Sehr, deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, das erstmal an einer kleinen Stelle zu probieren. Also, oh, Silvia, also muss ich sagen, da habt ihr aber auch den Jackpot geknackt. Das ist wie so im Lotto gewinnen, weil ich selber bin jetzt seit 20 Jahren dabei und habe noch niemand, der auf Aloe allergisch wirkt, wirklich. Also es ist tatsächlich, wow, sehr, 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 sehr extrem, wie viel hinterm Komma. Michael Preußer hat damals erzählt, wenn jemand wirklich ganz stark mit Allergie zu tun hat, dann kann man auch einen Tropfen Aloe nehmen und das wohl hinters Ohr machen. Das ist wohl eine ganz empfindliche Stelle. Und wenn die dann einfach rot wird, also ein kleiner Finger voll hinters Öhrchen, und wenn dann da was wäre, dann weißt du, okay, bitte nicht mit Aloe. Naja, okay, gut, guter Tipp auf jeden Fall. Also ich konnte es auch überhaupt nicht glauben, aber alles, wo Aloe drin ist, leuchtet sie. Und die hat sonst überhaupt keine Allergien, ja, nichts. Ja, ja. Okay. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja, also ja. Wirklich habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Also ja, das ist dann wahrscheinlich 1 zu 5 Millionen oder sowas. Aber also ansonsten wirklich, ja, kann man problemlos das empfehle. Eben, wie gesagt, die Peeling-Maske habe ich komplett rausgenommen, weil einfach diese Bubble-Maske, ja, das ist einfach auch was, durch dieses Enzym-Peeling und nicht dieses mechanische Peeling, können das junge, alte nehmen, unreine Haut, reife Haut, es ist wirklich für jeden was. Ihr müsst nur vorher schütteln. Also bevor ihr es benutzt, schütteln, dass sich das dann so wenig vermischt und dann eben, dann ist ja diese Pumpe und dann gibt es ja nachher einen Schaum. Also wenn ihr das auch auf dem Gesicht auftragt, nicht zu nah an die Augen hin und nicht zu nah an den Mund, weil dieses Gel, das schäumt dann auf und dann habt ihr das in der Auge drin hängen, das ist dann nicht so prickelnd. Kathi, darf ich dir mal was fragen? Ja. Zum Thema Bubble Mask. Also brauche ich dann überhaupt noch die Bubble Mask, wenn ich mich zweimal in der Woche mit dem Ultraschall-Peeling reinige? Hat die dann noch einen Sinn, dass ich mir noch die Bubble Mask auch noch benutze? Nee, aber das ist ja, also das brauchst du dann natürlich nicht, aber es hat ja nicht jeder das Zeitbad. Weißt du? Okay. Ja, also ja. Das ist ja wirklich auch für die Kunden,
die jetzt einfach sagen, ich suche eine neue Pflegeserie oder ich suche gute Maske für meine Haut oder gutes Serum oder so. Klar, wenn einer jetzt mit dem einsteigt, dann mit Zeitgattern braucht er, ist das im Prinzip überflüssig. Man kann es natürlich, kann man es, wenn man will, kann man das ja auch noch dazu machen. Aber wenn man das hat, macht natürlich auch Spaß. Also zum Beispiel unsere Große, die ist 6 Jahre alt, die Mima, und die feiert das ja wie Sau, wenn sie mit der Mama zusammen da abends mal die Maske drauf machen und dann knistert und das oder halt ja. Dann hätte die Party ihres Lebens. Also ich finde auch gerade, wenn man Kinder hätte, die da ihre wahre Freude dran und dann sähe sie aus wie Gespenster und so. Also es ist einfach auch ein Erlebnis irgendwo auch, gell? Ja, einfach weil das Gel dann so aufgeht zum Schaum, wie gesagt, das ist dann und dann prickelt das so ein bisschen auf der Haut und ja, wie du sagst, ist dann vielleicht auch so für 12-, 13-Jährige, wo man sagt, ja, komm, so langsam kommst du in die Pubertät oder man sieht, die Haut wird ein wenig fettiger oder die Pore werden größer. Da ist das, oder auch für, wie gesagt, auch für Ältere, für einfach die gute Maske wollen und man hat dann auch wirklich einen Effekt danach. Man sieht wirklich, die Haut ist geglättet, die ist feinporiger, das entgiftet so ein bisschen. Von dem her, also ich finde es einfach genial, das Produkt. Dann haben wir noch die Serux-Serie. Das waren ja ursprünglich die Produkte, wo beim Alterzeitgrad mit dabei waren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht so peu à peu jetzt aus dem Programm genommen wird. Da gibt es 2 Produkte. Das sind einmal diese Augepads und dann noch diese Instant Skin Perfector. Also diese Augepads, da ist hinten drin Flüssigkeit. Das ist reines Kollagen, was da drin ist mit dieser Aktivatorflüssigkeit. Eben für die, die jetzt kein Zeitgard haben und halt trotzdem Pflege brauchen, ihr legt die Pads unter die Augen. Da ist aber so viel Flüssigkeit, das ist so reichhaltig. Also ihr könnt die nach einer Viertelstunde wegnehmen. Es ist zu schade zum Wegwerfen. Ihr könnt sie dann wirklich hier um die Mundpartie noch machen. Oder wer sagt, ich will sie mal auf die Stirn machen. Ich habe so arge Stirnfalte, wie auch immer. Also wirklich nicht nur jetzt um die Augen und dann wegwerfen, weil da ist so viel drin, es reicht wirklich auch noch für den Rest vom Gesicht. Und meistens sind die dann so mit Feuchtigkeit gedrängt, dann rennt wirklich teilweise die Feuchtigkeit darunter, dann geht doch einfach hin und massiert die hier am Hals und Dekolleté ein, dann ist sie nämlich auch nicht verschwunden. Ja. Das ist eine geniale Creme, also das ist dieser Skin Perfector. Da hoffe ich, dass diese nicht aus dem Programm nehmen. Und zwar macht die ein ebenmäßiges Hautbild. Also die hat jetzt keine Anti-Aging-Wirkung oder sonst was, sondern die gibt der Haut ein pudriges Finish. Da sind lichtbrechende Partikel drin, das heißt, die Falten werden optisch gemindert. Auch für Männer, also das ist nicht, dass ihr nachher glänzt oder so irgendwie, keine Sorge, sondern die Haut sieht richtig schön ebenmäßig aus und ja, was kann man noch dazu sagen? Genau, ihr könnt sie unter das Make-up machen, ihr könnt sie übers Make-up machen. Im Sommer nehme ich bloß die Creme, mache vielleicht mal noch ein bisschen Puder drüber, wenn überhaupt, weil da will man ja sowieso nicht viel auf der Haut drauf habe. Also die ist wirklich, wirklich genial. So, dann haben wir noch genau das Serum. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Wir haben das Blue Light Serum. Das habe ich jetzt nicht da, weil ja, also da habe ich überhaupt gar keine Nachfrage danach. Das ist wirklich, wenn Leute sehr viel am Computer und am Handy sitzen. Dass diese Strahlung vom Computer und vom Handy, die ja, macht oder ja, beschleunigt die Hautalterung, so muss ich sagen, weil die Zellen da schneller zerfallen. Und eben dieses Blue Light Defender, das enthält Spirulina-Alge, was Licht
absorbiert und Zellen repariert. Und es enthält dieser blaue Lotus, was im Prinzip auch für die Zellgeneration, Regeneration wieder verantwortlich ist. Ja, ist die Frage, braucht man es nicht? Aber Adi hat da letztens danach gefragt, ja, wenn die Frau sagt, ja, ich sitze da wirklich, oder der Mann, ich sitze den ganzen Tag da und ich will was machen, dann kann man das als Zusatzprodukt selbstverständlich mit dazu nehmen. Und wie gesagt, Serum immer direkt nach der Reinigung auf die Haut machen. Also ob ihr mit Zeitgard reinigt oder ohne Zeitgard reinigt, aber immer nach der Reinigung eben auf die Haut. Adi, mir fällt gerade ein, über das Thema Blaufilter und Blue Light haben wir es doch gehabt, also letztes Mal bei mir war es zum Kaffee. Ja. Und ein kleiner Tipp an alle, bestimmt bei iPhones auch, auf jeden Fall auch bei meinem Smartphone jetzt, auch bei Katis, kannst du ja auch den Blaulichtfilter im Handy einstellen. Ne? Also das kann man bei mir zum Beispiel Blaulichtfilter zack, rausmachen oder reinmachen, und du siehst es schon, wenn da draußen ist, ist so ganz knallhart weiß alles. Ne? Also was weiß ist, ist tatsächlich so weiß wie ein weißes Blatt. Und du kannst die Intensität von deinem Blaulichtfilter auch einstellen im Handy, ganz stark oder nur so mittel. Aber tatsächlich, wenn du viel am Handy klebst oder auch abends noch viel im Bett oder sowas, dann macht euch doch einfach auch euren Blaulichtfilter im Handy rein. Und dann könnt ihr euch da auch schon mal irgendwas Gutes tun. Ist mir gerade mal eingefallen. Ne? Und zum Thema Gesichtsreinigung auch mal so ein wichtiger Fakt, auch dass halt tatsächlich, es gibt keine Reinigungsart, wenn man das Gesicht reinigt, die so tief ist. Also das Mechanische war ja schon extrem krass. Was hatte man, glaube ich, früher, was war es? 20 Mal effektiver als alles, was man händisch reinigen kann mit der Zeitgard-Bürste, gell? Also die ist jetzt 10 Mal, glaube ich, und effektiver, diese genau. Neue Bürste. Ich glaube, die alte. Also ich glaube, von der Leistung her, von der Reinigung ist minimal besser jetzt die neue. Also die alte war ja schon genial und das Prinzip haben sie ja übernommen. Das Einzige ist jetzt halt, dass ich nur noch ein Tool habe. Ja, ich habe wirklich diese Aufsätze und brauche da nicht für jeden Aufsatz noch ein extra Gerät. Jetzt wird, wie gesagt, so von der Reinigungsbürste, die unterscheidet sich jetzt nicht so großartig von aber mehr, genau, aber mein Faktor 10, also was Kati meint, ist diese Gesichtsreinigungsbürste, ist nachgewiesen mit Untersuchungen, die LRA gemacht hat, 10-mal gründlicher und intensiver als alle Reinigungsarten, was du hinbekommst mit herkömmlichen Mittel und Reinigungsmittel etc. Und dann natürlich on top kommt nochmal 2-mal wöchentlich der Ultraschall. Also das ist auch krass, wenn man sich abschminkt. Also von der Deborah weiß ich das, ich schmink mich selten ab. Dann wie du auch, wenn du herkömmlich dran bist und wenn du dann mit dem Zeitgard dran gehst, was dann tatsächlich in der Zeitgardbürste auch noch drin ist, wenn du es mit Wasser ausspülst, gell, was du einfach nochmal rausholst. Ja. Das ist einfach krass, was du da aussiehst. Ne? Als Argument, wenn ihr mit Leuten quatscht, warum brauche ich denn die Bürste überhaupt? Ja. Ich habe doch Reinigungsmittel und Reinigungsmilch immer zu Hause. Ne? Genau. Über das Kollagenserum haben wir ja schon gesprochen. Also wirklich auch geniales Produkt. Kollagen, ja, kann man ab Mitte 20, Anfang Mitte 20 hört ja, da verlangsamt sich die Kollagenproduktion schon, kann man das wirklich geben, ist Feuchtigkeit pur, auch im Sommer, ja, kann man das zum Beispiel nur nehmen und wie gesagt, dann diesen Skin Perfect darüber, ja, auch gibt es eigentlich sonst auch groß nichts zu sagen. Und ganz zum Schluss noch, Was ist eigentlich Kollagenserum? Ich habe da im Katalog gefunden, das ist ja Aloe Vera erfrischende Gelcreme, oder was ist das? Nein, das ist eine Gelcreme, die ist aus der Aloe Vera Serie. Das Kollagen, das sieht so aus, guck mal, so. Siehst du das? Ach so, Resin-Serie. Ja. Alles klar. Ja. Also oben steht Zeitgard, Zeitgard. Und eben das ist das ist so eine Flüssigkeit. Ja, genau. Genau, und zum Schluss noch, letztes Produkt, bevor wir ins Bett gehen, Sleeping Mask. Mhm.
Die könnt ihr auch, bevor ihr so halbe Stunde, Stunde, bevor ihr ins Bett geht, könnt ihr die drauf machen. Ab 25 ist die, hat auch eine patentierte Technologie drin. Das nennt sich dieses Ultra Filling Sphere. Das kommt eigentlich auch aus der Medizintechnik. Also ursprünglich hat es die Firma BASF erfunden und eben einige Kosmetikfirmen haben das dann halt einfach übernommen, das Verfahren. Das regeneriert die Haut über Nacht. Das heißt, es füllt die Falten auf, ja, wie dieser Name schon sagt, diese Faltenaufpolsterung. Ihr macht es einfach drauf, eine Stunde bevor ihr ins Bett geht. Könnt es natürlich, wenn ihr noch einen extra Effekt haben wollt, auch mit dem Gerät noch einarbeiten. Drauflassen, nicht abwaschen. Und das wirkt dann über Nacht. Also einfach, wenn jemand sagt, ich will im Schlaf ja die Haut jetzt auch noch ein wenig regenerieren, ohne großen Aufwand, dann macht es am Abend aufs Gesicht und fertig aus. Genau. Also Kathi, eine Frage. Das Kollagenserum, habe ich das richtig verstanden? Das ist, wenn es einfach jemand wirklich wegen Härtefall ist oder sagt, komm, ich mache mir jetzt extra, ich tue mir extra was Gutes, ich will maximale Erfolg, ich habe ja schon ein bisschen Ledersofa-Gesicht. Und will jetzt richtig, fände es richtig cool, wenn dann ein geiler Effekt nochmal drauf ist, dann hole ich mir dieses Kollagenserum und mache das also on top nochmal mit drauf. Das ist so richtig nochmal ein Turbo, stimmt das? Es ist ein Turbo on top, aber zum Beispiel jetzt auch jemand, 25-Jährige oder Jährige, die sagt, ich will jetzt noch nicht eine reichhaltige Anti-Aging-Pflege. Ich will einfach so Feuchtigkeit, will ein bisschen was für die Hautalterung machen. Ja. Die kann auch das Kollagen nehmen. Oder im Sommer, ja, wenn dir alles zu viel ist, du willst dann kein Nanogold und kein Beauty und auch überhaupt sonst nichts drauf haben, weil du bist im Urlaub, du schwitzt, dann sagst du einfach, okay, dann mache ich dieses Kollagen. Ja, das ist einfach so Feuchtigkeit pur, so erfrischend auch. Und machen wir dann vielleicht, wie gesagt, diesen Skin Perfector noch drüber oder ein bisschen Puder und bin dann, das reicht mir dann für diese heiße Urlaubstage. Aber eben, wie du sagst, natürlich, wenn einer sagt, ich brauche jetzt das volle Programm, es ist jetzt 11:55, dann unbedingt natürlich auch mit dem Zeitgap noch das Kollagenserum einarbeiten. Also als Mann würde ich jetzt sagen, für den Härtefall, oder? Komm, ja. Super. Genau, also ich bin durch mit meinen Produkten. Ja, jetzt, wenn ihr noch was wissen wollt. Muss man in der Regel immer kurz warten, bis sich jemand traut, wenn er eine Frage hat oder den Knopf findet. Ansonsten, wenn niemand eine Frage hat, würde ich gerne die Elena noch mal ganz kurz reinholen, weil Elena, das ist ja cool, dass du da bist, weil du bist ja auch jemand, du hast ja auch, als wir unser Produktkarussell gemacht haben, hast du über Zeitkarte so mega genial referiert. Das heißt, das Produkt ist auch so ein Produkt, wo du von Herzen auch gern mitarbeitest, gell? Ja, selbstverständlich. Also in erster Linie an mir selber. Und wenn ich auch so Gesundheitsabende eigentlich habe, zeige ich es trotzdem noch immer dazu. Ah, übrigens, wir haben auch eine Zeitkarte, die macht das und das. Ich meine, wir sind ja nicht nur Gesundheit, sondern auch Schönheit. Und dann erkläre ich das kurz und sehe natürlich dann an den Gesichtern, passt das gerade oder nicht. Dann erzählt man halt ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall zeige ich sie immer. Boah, das ist ja ein Bombe-Tipp. Ja. Das ist ja ein Bombe-Tipp. Das heißt, du gehst auf ein Gespräch, Darmstoffwechselthema, GV, wie auch immer, und du hast deine Zeit gerade Brot dabei und zum Schluss sagst du übrigens, wir haben noch. Das ist ja genau. Auch. Ja, oder wenn ich im Vorfeld weiß, wenn es jemand ist, den ich schon etwas länger kenne, und weiß, dass sie sich auch für den Schönheitsbereich interessiert, habe ich es meistens auch auf dem Tisch schon drauf. Echt? Ja. Habe dann die Produkte drumherum stehen und die Zeitkarte schön platziert. Cool, Elena. Und gibt es was, wo du sagst, oh, das war so ein mega cooler Effekt, den ich schon erleben durfte oder bei Leuten erlebt habe mit dem Zeitkarte Pro? Also ich muss ehrlich sagen, ich mache immer dieses Einseitige. Ich mache immer zuerst eine Seite, dass man den Vergleich sieht. Und ich hatte bis jetzt also noch keine negative Resonanz, dass jemand gesagt hat, das ist ja genau gleich. Also hat sich nichts verändert oder es hat sich nichts getan. Also jeder hat das Gefühl, klar,
dass du von einem Mal deine Falten nicht reduzierst, ist klar, aber dass auf jeden Fall die Seite frischer wirkt, dass da so ein Glanz drin ist, wenn man sagt, die Frau strahlt, also die spürt das dann auch, also die sieht es, da hat sich was getan auf der Seite. Boah, das ist ja stark. Also mir fällt jetzt echt gerade, kommt ein Impuls hoch, vielleicht können wir auch am Sonntag, vielleicht hätte ja jemand Bock, sein Zeitgrad Pro mitzunehmen, wenn wir ja quasi unser Starter haben in Titisee, wo ja auch Interessenten dabei sind, neue Partner dabei sind. Hätte jemand vielleicht Lust, einfach sein Gerät mitzubringen und dann, falls jemand Bock hat, einfach mal ganz kurz sagen, komm, wir machen mal Hand oder was auch immer. Denn es ist halt immer was anderes, wenn man das tatsächlich in der Hand hält und wirklich fühlt, dann hast du es, boah, das ist ja geil. Habe ich schon im Katalog gesehen, aber noch nie in echt. Vielleicht eine Möglichkeit, dass man das am Sonntag einfach mitnimmt. Also ich kann mein Gerät gerne mitnehmen. Cool, vielen Dank. Ich kann meins auch mitbringen. Also kein Problem. Ja, schnapp es doch mal mit, vielleicht gibt es ja jemanden. Und genau. Gut. Kathi, ansonsten vielen Dank, liebe Elena. Kathi, ich glaube, wir sind so mit dem groben Ganze durch. Ja. Also ich muss sagen, ich habe 2 Blätter vollgeschrieben. Und für mich ist das Thema jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes, als es vorher war, muss ich gestehen, weil bei mir so viele Fragezeichen irgendwo da waren, vielleicht auch gerade als Mann. Aber da waren ja so viele Tipps und was mir alles im Portfolio hängen und für was die verschiedene Serie sind. Das macht einen ja einfach schon mal professionell, wenn wir Gespräche hängen und umso mehr man weiß, umso mehr Profi, umso mehr Experte bist du ja auch. Der Hammer, also wie du das jetzt hingekriegt hast, in der kürzesten Zeit uns da wirklich die ganze wichtigste Sache rüberzubringen, finde ich mega beeindruckend. Und liebe Kathi, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das für alle machst, dass du das für uns machst. Gerne. Echt der Hammer. Also ich habe jetzt richtig Lust, mit meinem Zeitgrad Pro ganz bald die nächste anzuspringen oder die nächste und so eine Behandlung zu machen. Und weiß vor allen Dingen auch, wie ich es bei mir nochmal so mit 1-2 Tipps mit der Augending und so. Also vielen, vielen Dank, Kathi, für die Vorbereitung, für die Zeit heute Abend. Und an der Stelle würde ich sagen, sind wir durch. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja sehr gerne unsere Telegram-Gruppe nutzen. Einfach reinschreiben in den Chat. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Frage. Wir sind ja immer da. Nutzt es doch auch mal aus. Und ansonsten wünsche ich allen noch... Denke, ich hätte noch eine Frage. Ja, Andi. Und zwar, ich habe das vorweg ganz verstanden mit der Reinigungsbürste, die ist ja eigentlich selbst desinfizierend. Ne? Und jetzt habe ich es nicht richtig verstanden, weil du gesagt hast, mit dem Desinfektionsspray, nimmt man das jetzt oder nimmt man es nicht? Beziehungsweise, wenn ich das benutze, mache ich dann nicht diese... Das war, wenn du selber dich behandelst mit der Bürste, sorry, Kathi, ich schnapp mir das gerade schnell... wenn er mich fragt, spülst mit Wasser aus, die Silberfilamente in der Bürste desinfiziere es automatisch. Kathi hat erzählt, wenn du jemanden behandelst, jemand anderen, jemand anders, ja, du machst eine Beratung, dann ist natürlich Desinfektion ganz wichtig, auch das Thema, deine Hände selber desinfiziere, bevor es losgeht, etc. Also wenn du 2 Leute am Tisch hast, also nicht die Bürste desinfiziere, sondern wenn du jetzt 2 Leute am Tisch hast und du behandelst erst die eine Person und dann die andere, dass du da einfach zwischendrin, also wenn du fertig bist mit der einen, das Gerät kurz einsprühst und desinfizierst und nicht mit dem verschmierten Spatel oder Gesichtsaufsatz der andere dann ins Gesicht gehst. So war das gedacht. Also die Bürste einfach nur auswaschen. Genau, wie du sagst. Die desinfiziert sich selber, aber einfach der Rest vom Gerät sozusagen, die andere Aufsätze. Also die Bürste darf man dann nicht desinfizieren mit einem Spray, weil sonst mache ich ja die Bürste eigentlich kaputt, ja, oder? Genau. Ja, okay. Aber das wirklich war's. Hier, okay. Weißt du, hier dieses Gerät, ja, oder du hast ja dann den Aufsatz drauf, wo du bei der Frau im Gesicht warst und hier ist vielleicht auch noch ein wenig verschmiert oder verspritzt, einfach, dass du das dann kurz einsprühst und einfach... Bei den anderen war es mir klar, nur bei der Bürste selber, das habe ich nicht wegen dem Silber Selbstreinigungseffekt, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, super, danke dir. Danke dir. Ob die Bürste dann kaputt geht, würde die kaputt gehen, wenn ich das glaube ich nicht, oder? Wenn du das reinigst? Nee, das glaube ich nicht. Also mit unserem Desinfektion mit Sicherheit nicht, aber es ist eigentlich unnötig. Es ist unnötig, aber du machst auch nichts kaputt. Ja.
Ja. Zweifel sind immer pro Desinfektion, vor allen Dingen, wenn halt mit fremden Schlafstoffen, halt mit anderen. Ja. Okay, super. Ich glaube, das war es erstmal. Ansonsten Frage sehr, sehr gerne bei uns in der Telegram-Chat. Und ich weiß, viele von uns sehen sich am Sonntag. Bis dahin, euch einen wunderbaren Abend noch. Und Kathi, brutal genial. Vielen, vielen Dank. Das Video, was mir jetzt auch in die Aufzeichnung, die ist ja so wertvoll, die kommt natürlich bei uns in unsere Tools und Infos und jeder, der sich für unsere Schönheitsbereiche interessiert, der findet jetzt ja sowas von ein großartiges Best-of-Video. Danke dafür. Macht's gut, meine Lieben. Bis bald. Bis Sonntag. Tschüss, bis Sonntag. Ja, ciao. Ciao, ciao.